Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Video zur aktuellen Energie. Mal wieder eines frisch aus dem Bett, frisch aus der Meditation, mit ganz vielen Infos, ganz spannenden Infos und schönen Gleichnissen, schönen Bildern, die ich bekommen habe, um einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Portaltage zu machen. Ein bisschen zu erzählen, was gerade im Feld ist, was die aktuellen Ereignisse auf der Erde betrifft und auch ein bisschen Vorschau zu machen auf die spannende Zeit im August. Ja, es ist mal wieder ein Morgen, an dem so viel Energie geflossen ist. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil es manchmal ganz schön schwierig ist, das alles so in meinem kleinen Menschengehirn abzuspeichern, um es auch gezielt an euch weiterzugeben. Aber ich habe gelernt, hey, bin ein Mensch aktuell hier auf der Erde und ich darf mir auch ein paar Notizen machen. Ich muss nicht alles im Kopf behalten. Und das macht es für mich auch im Moment unglaublich wichtig, das immer wieder weiterzugeben. Wir müssen nicht perfekt sein, wir dürfen wir selbst sein. Ich sitze neben meinem neuesten Sterntor, das ich euch in den nächsten Tagen in einem eigenen Video vorstelle. Ich drehe mal die Kamera ein bisschen herum. Das ist das Sternentor der Schöpfungsenergie. Ich bin mega, mega glücklich. Diejenigen, die mich bei Facebook und Instagram optisch immer wieder begleiten, haben miterlebt, wie das Bild entstanden ist. Und es ist die pure Kraft, die pure Schöpfung, die pure Kreativität und vor allen Dingen ganz viel Sonnenenergie. Und genau das ist es, was uns jetzt in dieser Zeit am intensivsten begleiten wird. Die vergangene 10-tägige Portaltag-Serie, die heute am 22. Juli quasi den letzten Tag hat, hat bei sehr vielen Menschen wieder mal alte Emotionen freigelegt, die unter den dicken Schichten des Unterbewusstseins noch versteckt waren. Es sind auch viele schon bekannte Emotionen wieder hochgekocht. Ich kann das immer wieder in den Kommentaren lesen, wenn die Menschen den Mut haben, wirklich auch in die Kommentare zu schreiben, was sie bewegt und dazu lade ich euch immer wieder ein. Ich kann nicht in Kommentaren Beratungen machen, aber ich kann immer mal wieder auch, wenn ich die Zeit habe, kleine Impulse geben aus dem Herzen und darauf reagieren. Und viele haben geschrieben, dass Dinge hochgekommen sind, wo sie dachten, oh Gott, das habe ich doch alles schon bearbeitet. Warum hört das nicht endlich mal auf? Und ich habe oft dann als Antwort geschrieben, es wird nicht aufhören. Nicht in dem Sinne, dass jetzt keine Entwicklung mehr stattfindet. Und wenn Emotionen hochkommen, getriggert durch andere Menschen, getriggert durch Weltereignisse oder auch nur Ereignisse im Supermarkt, ganz egal, wenn sie hochkommen, dann sind sie nur dazu da, dass wir innerlich abgleichen können. Habe ich mich weiterentwickelt zwischen dem letzten Ereignis des Hochkochens und dem jetzigen? Wie gehe ich jetzt damit um? Und ich habe das schon so oft in meinen Videos gesagt. Für mich hat jeder Mensch, und ich habe tausende von Menschen schon begleitet, als Beraterin in Seminaren etc., für mich hat jeder Mensch ein, zwei oder drei Psychotrigger, also Glaubensmuster, die wir über Generationen aus unserer Familie übernommen haben. Und wir haben Körpertrigger. Also bestimmte Körperbereiche, sei es Gelenke, sei es Organe, sei es die Haut, die uns immer wieder erinnern, hey, wo bist du gerade? Wo stehst du gerade? Hast du dich wieder verloren auf deinem Weg? Damit wir wieder zurückkommen in unsere Mitte, in die Balance, dass wir zwischen Funktionieren und Genuss immer wieder in unsere eigene individuelle Balance kommen.
Und diese Geist- und Körperträger werden gerade in extremen Zeiten, wie zum Beispiel den Portaltagen, wieder aktiviert. Und ihr Lieben, Entwicklung hört nie auf. Bis zu dem Tag, an dem wir zum letzten Mal in dieser Inkarnation die Augen schließen. Ich möchte das mal wieder ganz klar sagen, weil so viele sagen, ich will, dass das endlich aufhört, ich will meine Ruhe haben. Und dann darf ich sagen, ihr habt eure Ruhe, wenn ihr mit der Entwicklung geht. Wenn ihr diese, ja, man könnte fast sagen, Prüfungssituationen, wie ich sie gerade beschrieben habe, bewusst erlebt, euch nicht dagegen sträubt, keinen Widerstand entwickelt und sagt, ich will nicht mehr. Wie mein von mir sehr geliebter erster Ehemann mit 27 Jahren sagte, so, mit 30 höre ich jetzt auf, mich zu entwickeln. Das funktioniert leider nicht. Das hat er später auch eingesehen. Das war der Punkt, an dem wir uns dann getrennt haben, weil mir, obwohl ich damals nicht wirklich bewusst war, aber schon klar war, das kann nicht funktionieren. Ich kann doch nicht mit 30, wenn ich vielleicht 70 oder 80 Jahre alt werde, sagen, so, ab heute lerne ich nichts mehr dazu, weder aus dem Inneren noch aus dem Außen. Er hat das dann sehr schnell verstanden, weil er dann gemerkt hat, er muss auch an den Computer. Er hatte immer Angst, mit Computern zu arbeiten. Und das ist etwas, was mich jetzt dahin führt. Wir sind jetzt am 22. Juli 2020 und wir erleben im August 2020 die nächste 10-tägige Portaltagsserie. Vom 22. August bis zum 31. August. Wenn ihr jetzt in der vergangenen Portaltagsserie, und es sind ja selten so lange Zeiten von Portaltagen, manchmal ist es ja nur einer im Monat oder es sind zwei. Ich hatte dazu auch Videos gemacht. Ich verlinke euch alles, was relevant ist, was ich jetzt erzähle im Video, wozu ich schon mal Videos gemacht habe, unten in der Videobeschreibung. Ich kann es immer wieder nur sagen, ich habe über 400 Videos bei YouTube, eine riesige Bibliothek an Bewusstseinserfahrungen. Schaut euch einfach die Videos an, gebt eure Begriffe, mit denen ihr euch gerade beschäftigt, einfach in die Suchmaske auf meinem Kanal ein und ihr werdet bestimmt zu dem Thema ein Video finden. Was wir jetzt erleben werden oder was wir zwischen diesen zwei Serien erleben, kann uns ein großes Vorankommen schenken, wie der Titel meines Videos ja schon sagt, der nächste Bewusstseinssprung kommt. Wenn ihr also die vergangenen Portaltage Stress hattet mit euren Triggern, also Emotionen oder körperlichen Beschwerden, dann habt ihr jetzt die großartige Gelegenheit, das alles mal aufzuschreiben, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt, und dann zu schauen, was kann ich jetzt aktiv machen, um diese Trigger, diese alten Verletzungen, diese alten Glaubenssysteme, diese alten körperlichen Schwächen aufzuarbeiten. Zum Beispiel könnt ihr mein geliebtes zweiteiliges Video zum Thema Glaubenssätze, den Power-Fragen anschauen. Verlinke ich euch hier oben. Ganz viele schreiben mir immer wieder, wenn sie mit diesen Glaubenssätzen arbeiten, wenn sie die Power-Fragen, die Affirmationen nutzen, können sie die Glaubensmuster, die im Gehirn, aber auch im Herzen gespeichert sind, auf ganz leichte Weise auflösen. Und das gibt einen riesigen Quantensprung in der Entwicklung. Und das geht so leicht. Wenn ihr körperliche Trigger habt, beispielsweise wenn ihr, wie ich, wie viele Hochsensible, ein etwas hochsensibles Verdauungssystem habt, macht euch mal schlau, was ihr tun könnt. Ich habe viele Videos gemacht zum Thema vegane Ernährung, Rohkost, Gesundheit. Ob es zum Beispiel die interessanten Bücher von Anthony Williams sind, die ich immer wieder empfehle. Also nichts,
sollte man dogmatisch betrachten, sondern einfach Informationen mal über Videos oder Bücher aufnehmen und dann schauen, was kann ich aus diesen verschiedenen Ideen von anderen Menschen auf mich übertragen. Nicht alles passt zu uns, aber manches passt eben perfekt und das kann man sich rausziehen. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, ja, nach 3 Wochen Schweigezeit, jetzt bin ich gerade in meiner zweiten Urlaubswoche. Ich habe ja 2 neue Bücher geschrieben. Einmal das Lichtkraftbuch. Die Lichtkraft ist ja eine ganz große Energie, die uns in den letzten Jahren, aber auch in der kommenden Zeit begleiten wird. So ein bisschen der Vorläufer zu diesem Sterntod der Schöpfungsenergie. Dieses Buch habe ich geschrieben mit total vielen wunderschönen Übungen. Ich verlinke euch die neuen Bücher auch unten in der Videobeschreibung und ein Buch zum Thema Krisen, weil viele Menschen durch die globale Krise, die Corona-Krise, an ihre eigenen Krisenthemen herangeführt werden. Und wenn du gerade in einer Krise steckst, vielleicht in einer kleinen, aber auch vielleicht in einer dein Leben aufwühlenden Krise, wenn du dich darin befindest, dann kann dir mein Handbuch sehr, sehr gut dabei helfen, einerseits die Krise leichter zu bewältigen, andererseits, und das ist ganz wichtig in meinem Krisenhandbuch, macht es dich stark für die nächste Krise. Denn Krisen sind ja nur kleine oder große Situationen, die uns aus unserer Komfortzone herausreißen. Und ihr Lieben, diese Krise, diese Corona-Krise, um es mal ganz leicht und oder simpel zu benennen, hat einen ganz wichtigen und für uns alle lebensverändernden Aspekt. Ich habe das schon in vielen Videos, die ich seit Beginn dieser Krise, seit März 2020 gemacht habe, immer wieder gesagt. Bei dieser Krise geht es nicht um eine Krankheit. Die Krankheit ist natürlich ein Stressfaktor, der viele, viele Menschen auf der Erde betrifft, vor allen Dingen diejenigen, die eben kein gutes Immunsystem haben, die geschwächt sind. Aber die Krankheit an sich ist, weil wir so ein gutes medizinisches System haben, relativ gut im Griff zu behalten. Ich möchte sie nicht in Abrede stellen. Also sie ist da, ja, wie viele, viele, viele andere Krankheiten auch. Wenn man sie aber vergleicht mit der Pest oder den Pocken im Mittelalter, kann die Menschheit damit im Moment sehr gut umgehen. Was aber viel, viel wichtiger ist, es geht hier nicht um einen körperlichen Aspekt bei dieser Corona-Krise. Und wie immer gilt, es ist meine persönliche Meinung. Bitte, bitte, ja. Ich habe nicht die Wahrheit gepachtet, sondern ich kann immer nur aus meiner Wahrnehmung sprechen, aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich eben an Informationen aus dem universellen Feld bekomme. Darum geht es ja in meiner Arbeit hier bei YouTube und in den öffentlichen Medien. Ich empfange Informationen, gebe sie weiter, nachdem ich sie geprüft habe. Für mich sind sie stimmig. Ob sie für dich stimmig sind, kann ich nicht beurteilen. Das musst du selber wissen und bitte selber entscheiden. Also, der Aspekt hinter dieser Krise oder dieser Krise ist, dass wir aus einer über Jahrhunderte und Jahrtausende entstandenen menschlichen Versklavung herauskommen. Dass wir erkennen, dass wir als Masse einfach immer nur funktioniert haben. Und ich zähle mich dazu. Die ersten 30 Jahre meines Lebens habe ich so gelebt, auch wenn ich immer dagegen versucht habe zu rebellieren. Aber ich komme aus einer Familie, die voll in der Ohnmacht war, voll in der Opferhaltung war und eben größtenteils noch ist. Und diese Opferhaltung und Ohnmacht wird jetzt durch diese Krise und den daraus entstehenden gesellschaftlichen Veränderungen gesprengt. Diese Corona-Krise sprengt diese Ketten der teilweise mittlerweile freiwilligen Versklavung.
Ich bin sozusagen eine Naturphilosophin und eine Naturhistorikerin. Ich habe das nicht studiert. Ich habe aber mein Leben lang viel, viel gelesen, viel aufgenommen, mich viel, viel ausgetauscht mit ähnlich denkenden Menschen. Und wenn man mal einen großen Rückblick über die Jahrtausende macht, die hinter uns liegen, können wir sehen, dass die Zivilisationen, die sich entwickelt haben und die wieder untergegangen sind, ob das das Chinesische Reich war, das Ägyptische, die Mayas, die Inkas, die großen Hochkulturen, sie alle sind aufgebaut auf Versklavung. Das, was die Herrscher sich erschaffen haben, was ja heute noch in großen Monumenten sichtbar ist, sei es die Pyramiden, sei es die chinesische Mauer, sei es die Pyramiden einerseits auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem amerikanischen Kontinent, vor allem im südamerikanischen Kontinent, aber auch auf dem europäischen Kontinent, da gibt es ja auch Pyramiden und große Monumente. All das konnte nur erschaffen werden, indem sehr, sehr viele Menschen unter sehr schlechten Bedingungen gearbeitet haben. Und das gilt auch heute noch. Die Menschen, das sage ich jetzt mal als Veganerin, leben in einer Massentierhaltung, so wie wir die Massen an Tieren zum Verzehr gerade versklaven, sind auch die Menschen in sehr großen, sehr hohen Häusern, in sehr kleinen Wohnungen versklavt. Es ist ein sehr schlaues System und diese Corona-Krise sprengt dieses System. Macht euch das bitte mal klar. Und jeder bewusste Schritt, den wir aus dieser Trance, aus diesem Schlafschafmodus, das ist so eines meiner Worte für die Menschen, die eben nur funktionieren, die nicht selber denken und handeln, wenn wir aus dieser Trance heraus wollen, müssen wir uns bewusst weiterentwickeln. Die Portaltage, um da mal wieder den Bogen zu schließen, die Portaltage sind perfekt dafür, diese Trance aufzuknacken. Deshalb heißt dieses Video auch, der nächste Bewusstseinssprung kommt. 2 Monate mit jeweils 10 Portaltagen, die diese Trigger, diese Versklavungs Energien in uns aufrütteln. Was macht das mit den Menschen? Ich weiß, diejenigen, die meine Videos gucken, sind ja schon fantastisch, teilweise Jahre und Jahrzehnte auf dem Weg. Aber es kommen auch immer neue dazu. Falls du also dieses Video siehst oder jemanden kennst, den du liebst und du möchtest, dass dieser Mensch mal aufwacht aus diesem Versklavungsmodus, aus diesem Funktionieren, dann teile das Video super, super gerne. Ich freue mich immer, wenn meine Worte, meine Erfahrungen, meine Wahrnehmungen anderen helfen können. Deshalb mache ich das Ganze ja überhaupt nur. Wir können jetzt aus dieser Starre heraus. Ich mache meine Arbeit, wie gerade gesagt, um zu helfen dabei, dass dieser Versklavungsmodus endlich mal aufhört. Es geht ein Riss durch die Gesellschaft. Dazu mache ich wahrscheinlich noch ein eigenes Video. Die Schöpfungsenergie wird immer stärker auf der Erde. Wir kommen aus der Dualität in die Trinität. Das Bewusstsein wächst an. Und wir sind diejenigen, die vorwärts gehen können und damit andere inspirieren können. Nicht missionieren, inspirieren. Also nicht überstülpen, unsere eigene Meinung, sondern Raum geben. Wir können unsere Meinung sagen, aber in Liebe und Achtsamkeit sanft kommunizieren und lieber die Menschen auf uns zukommen lassen, so wie ich meine Videos in die Welt gebe und jeder, der will, kann sie anschauen. Und wem es nicht gefällt, der macht halt wieder aus. Ist doch wunderbar. Wir können inspirieren. Wir können dabei helfen, dass die Menschen aus dieser Starre, aus der Ohnmacht, aus der Opferhaltung erwachen. Und erkennen, wie großartig sie sind. Dieses Video wird jetzt diesmal etwas länger. Ich möchte dabei helfen, dass die Menschen erkennen, wie wundervoll sie sind. Ich möchte, dass du erkennst, wie groß du bist.
Ich möchte, dass du wertschätzt, wie viel Erfahrungen du schon gemacht hast. Du hast mit Sicherheit schon viel erlebt, vielleicht auch viel durchlitten. Und du bist daran gewachsen, du bist noch da. Du hast es überlebt. Wow, sei stolz auf dich, klopf dir auf die Schultern. Das hast du super gemacht. Und es geht weiter. Du wächst weiter über dich selber hinaus, über deine Begrenzungen. Du sprengst deine Ketten. Sowohl die Kraft der Erde, die für mich ein eigenes Bewusstsein hat, hilft uns dabei. Die Kraft der Sonne, die eine eigene Intelligenz hat und ist, hilft uns dabei. Ich habe ein Video, das hat mir die Quelle, aus der ich jetzt gespeist werde, während ich das Video aufnehme, die mir schon ja in der Meditation die Information gegeben hat, hat mir eines meiner Lieblingsvideos als Gleichnis empfohlen, dass ich das mit euch teile. Ich möchte euch das Video zeigen. Vielleicht kennen es ja schon einige. Ich liebe Animationsfilme und ich muss mir manchmal für mein inneres Kind auch Kinderfilme anschauen. Und in vielen Kinderfilmen stecken großartige Weisheiten. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Die Croods. Die Croods sind eine Neandertaler-Familie. Und es gibt den ganz starken Papa, es gibt eine taffe Mama, aber wer am wichtigsten ist, ist die ältere Tochter. Ich muss mal gucken, wie sie heißt. Ich glaube, sie heißt Eeb. Und genau, Eeb. Und diese Familie, es gibt auch eine Schwiegermutter, die vielgeliebte Schwiegermutter. Und diese Familie der Neandertaler, die wohnt in einer Höhle. Und sie geht nur, wenn die Sonne aufgegangen ist, raus, ganz schnell, holt Futter und geht wieder zurück in die Höhle. Denn alles außerhalb der Höhle ist gefährlich, tödlich. Der Vater ist der Stärkste und er passt auf alle auf und er will, dass alle in der Höhle bleiben. Und Ib, die älteste Tochter, dreht durch. Die will Sonne, sie will leben, sie will an der frischen Luft sein. Und sie geht dafür viele Risiken ein. Und sie trifft auf einer ihrer Erkundungstouren, die verboten sind vom Papa, einen Jungen in ihrem Alter. Und dieser Junge hat das Feuer gefunden. Er kommt aus der nächsten Generation der Menschen und er hat eine höhere Intelligenz. Also sehr schön diese darwinsche Evolutionstheorie aufgegriffen. Aber das spielt jetzt gar keine große Rolle, sondern es geht darum, dass er das Feuer hat und dass er die Information hat, die alte Welt zerbricht. Er ist der Letzte seiner Sippe, denn die sind gestorben, weil die Welt zerstört wird, in der sie leben, durch Erdbeben, durch Vulkanausbrüche. Und er weiß, es sagt sein Herz, er muss der Sonne folgen. Und wenn er der Sonne folgt, da ist das neue Land. Und Ib muss jetzt ihren Vater und damit die ganze Familie überzeugen. Ich kriege eine riesen Gänsehaut jedes Mal, wenn ich einen Film gucke. Muss sie überzeugen, dass sie mit dem Jungen, der ja den Weg kennt, weil sein Herz ihn ganz stark führt, sie muss die Sippe überzeugen, dass sie mitkommt. Und das gelingt ihr. Und sie sehen tatsächlich diese Welt, in der sie leben, zerbröselt, wirklich, sie zerfällt. Die Berge zerfallen, werden in Abgründe gerissen. Die Erde tut sich auf und sie müssen rennen, sie müssen viele Abenteuer erleben. Das ist eine sehr schön fantasievolle Welt, in der sie sind, um es auch den Kindern zu erleichtern, dieses Drama besser zu verarbeiten, die den Film schauen. Und sie kommen tatsächlich in eine neue Welt, in das Paradies. Und sie müssen sehr viel zusammenarbeiten. Sie müssen viele, viele Hindernisse auch in sich überwinden. Der Vater muss erkennen, dass er nur überleben kann, wenn er über seine Grenzen hinausdenkt, über die Angst hinauskommt. Und das geht eben am besten zusammen. Also ich kann allen nur empfehlen, mal diesen wunderschönen vermeintlichen Kinderfilm anzuschauen, weil er sehr, sehr viele spannende Weisheiten in sich trägt. Es geht darum, dass wir die Angst vor dem Alten loslassen. Auch dazu hatte ich mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben. Und wirklich das Neue begrüßen mit offenen Armen. Nur wenn wir das Neue ohne Widerstand
begrüßen und annehmen, können wir diese weltweite Krise, die eben eine psychologische Krise ist, weniger eine körperliche Krise, überwinden. Wir können über diese Grenzen hinausgehen, wenn wir die Angst vor dem Alten verlieren. Dazu zählt eben, wie in dieser Kindergeschichte auch geschrieben, dass wir die Angst vor dem Ego verlieren, dass wir das Ego endlich zum Berater, zur Beraterin machen. Auch dazu hatte ich viele Videos gemacht, das intensivste, bündelnde, das verlinke ich euch auch mal hier oben. Alles, wie gesagt, auch unten und noch viel mehr Videos unten in der Videobeschreibung. Ich nehme mir da sehr viel Zeit und schaue in meiner Bibliothek, was eben aus meinen vielen Videos zu diesem Video passt. Nehmt euch, wenn ihr wollt, die Zeit, damit ihr vorbereitet seid für die nächsten Portaltage-Serie, die kommen wird. Auch da werde ich natürlich meine Informationen weitergeben. Und ich werde auch Videos jetzt machen, einmal zum Schöpfungsenergie-Sterntor, dann auch zum neuen Sterntor der Trinität oder der Weg in die Trinität. Total faszinierend, was da an Botschaften kam. Und ich habe noch viel mehr Videos. Ich habe das Gefühl, es startet jetzt wieder so eine richtige Serie von mir, weil jetzt wieder ganz, ganz viele Informationen fließen. Das nächste wird sein, ein Video mit meinen Herzensfreundinnen Nancy Holten und Kiki Cordalis. Das haben wir hier noch vor ein paar Tagen aufgenommen. Auch total spannend. Da geht es um Synchronizität, Herzensbegegnungen. Das werde ich in den nächsten Tagen hochladen. Also nochmal zusammengefasst. Die Spreu wird vom Weizen getrennt. Die ängstlichen Menschen bleiben in der alten Energie. Manche werden ihr Leben loslassen, werden gehen. Ob das dann sein wird, dass das Coronavirus sie mitnimmt, weil diese Angst, die von den Medien, von den Politikern geschürt wird, tatsächlich dazu führt, dass das Immunsystem komplett den Geist aufgibt. Angst schwächt das Immunsystem, nochmal ganz klar gesagt. Wer ein schwaches Immunsystem hat, der kann an allen möglichen Dingen sterben. Und viele Menschen werden jetzt gehen, kommen vielleicht in der nächsten Inkarnation wieder, helfen beim weiteren Aufbau des neuen Zeitalters. Das ist meine Weisheit. Ich glaube, also meine Wahrheit, ich glaube an Reinkarnation. Deshalb habe ich auch keine Angst zu sterben, weil ich weiß, wenn ich will, komme ich wieder. Oder gehe woanders hin. Mal sehen. Und diejenigen, die weitergehen wollen, die die Angst hinter sich lassen wollen, können ihre eigene Schöpfungsenergie nutzen, um gemeinsam mit uns allen das neue Zeitalter aufzubauen. So, fast eine halbe Stunde Video. Ich hoffe, die Informationen dieses Videos haben euch geholfen. Ihr könnt mir gern einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt gern meinen Kanal abonnieren. Mein wichtigstes Thema ist, euch psychisch, physisch, also im Kopf, im Herzen und im Körper stark zu machen, damit wir diese Zeit gemeinsam genießen können. Und wenn ihr Lust habt, klickt die kleine Glocke neben dem Feld Abonnieren an. Dann sagt euch euer Computer oder euer Handy, hallo, Sonja hat wieder ein neues Video gemacht. Teilt das Video, teilt meine Videos, wenn sie euch gefallen, auf euren sozialen Netzen, in euren sozialen Netzen, damit wir eben gemeinsam jetzt das Neue aufbauen. Ich freue mich drauf und ich freue mich, euch wiederzusehen im nächsten Video. Ganz viel Liebe und Kraft sende ich euch aus Mallorca, eure Sonja Ariel von Staden. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns.